Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, noch nach dieser Wahnsinnsshow mit uns hier zu sprechen. Gerne, gerne. Der Abend hat ja wirklich in einem Gewitter geendet, also nicht nur beim Konzert, sondern auch da draußen. So ist das. Wie war der Tag bis jetzt für dich? Entspannt, würde ich sagen. Wir sind relativ, naja, obwohl wir hatten heute ein bisschen mehr zu tun als sonst. Wir sind gegen frühen Nachmittag hier gewesen, mussten dann eigentlich ziemlich hetzen, den ganzen Kram da runter zu kriegen in den Viper Room. Dann wurden wir abgeholt zu dieser Meet and Greet Sache da im Rattlesnake Laden. Wie war das für euch? Das ist gemütlich. Das war eigentlich ganz entspannt, ja. Das hat ein paar Minuten gedauert und ja, dann hat jeder noch ein paar T-Shirts mitgenommen irgendwie und war eigentlich eine entspannte Sache, sag ich mal. Was da auf jeden Fall krass war, da waren zwei Mädels, die waren, also eine von beiden habe ich gefragt, wie alt sie war, weil sie so sehr jung aussah und sie war 12 Jahre alt. Also ist schon immer krass, so weit war ich nicht in dem Alter, mit so einer Musik jedenfalls nicht so richtig. Von daher war ich schon ein bisschen beeindruckt auf jeden Fall, ja. Ja, wie war die Tour bis jetzt für euch? Was war die speziellste Show? Die Tour war bis jetzt eigentlich durchweg großartig, kann man sagen. Also es läuft alles mehr als in den Erwartungen, sage ich mal. Also die Erwartungen werden erfüllt und werden auch zur Genüge erfüllt sozusagen, also oder auch teilweise übertroffen. Und wir haben immer einen sehr, sehr guten Besucherschnitt. Alle Shows sind gut gewesen, selbst in England, was immer ein bisschen schwierig ist oder teilweise auch mal gerne sehr schwierig ist. Aber auch das hat funktioniert irgendwie diesmal und deswegen kann man eigentlich nur zufrieden sein mit der Tour. Ja, ihr wart ja mit dem Jura schon auf der Nervosität-Tour. Mhm. Versteht ihr euch so gut mit den Jungs oder? Ja, wir haben uns tatsächlich sehr gut mit den Jungs verstanden auf der Nervosität. Sind eigentlich vom ersten Tag an gut miteinander ausgekommen. Das sind halt sehr ruhige, bodenständige Leute, die machen, keine Ahnung, die hauen nicht auf der Kacke im Bus, auf die Kacke im Bus oder so. Die sind immer entspannt unterwegs und also auf der Bühne dann das genaue Gegenteil quasi. Ja, wie so viele Bands, na klar, manche hauen auch danach auf die Kacke, aber die sind auf jeden Fall echt entspannte Jungs so, und das ist immer angenehm mit Leuten zu touren, die halt nicht die ganze Zeit außer Rand und Band sind und sind einfach allesamt interessante und nette Persönlichkeiten. Und wir haben uns gut verstanden und sind in Verbindung geblieben und hatten so ein bisschen in der Schwebe gehalten, dass wir schon mal Bock hätten, nochmal zusammen was zu machen. Und dann hat sich das schneller ergeben, als man jetzt gedacht hätte. Ne? Und so sind wir eigentlich ganz zufrieden, dass das so funktioniert hat und die Jungs uns nochmal dabei haben wollten. Da sind wir. Wie war die Nervosität-Tour für euch generell? Es waren ja doch sehr große Venues. Also ich sag mal so, mir persönlich liegt das, was wir jetzt auf dieser Tour machen, liegt mir ein bisschen mehr. Das ist natürlich ein bisschen persönlicher irgendwie. Auf der Nervosität, das ist natürlich eine krasse Tour, total beeindruckend, wenn man da jeden Abend vor 1000 bis knapp 3000 Leuten spielt. Aber auch, ja, auf jeden Fall auch eigenartig, weil man sieht halt kein Gesicht zweimal irgendwie. Und es ist schon schwierig manchmal da richtig ein Feeling für zu bekommen, sage ich mal. Die Bühnen sind gigantisch groß gewesen halt. Und das war ja auf jeden Fall eine spezielle Erfahrung, aber im Gegensatz... Konntet ihr viele Fans gewinnen oder ist das hier... Darüber führt ja keiner Statistik, deswegen kann ich das schwer beurteilen. Also die Tour lief auf jeden Fall gut für uns, hat Spaß gemacht und es gab immer mal mehr und mal weniger Zuspruch. Wir machen ja auch komplizierte Musik, der Altersdurchschnitt auf der Tour ist recht jung und von daher, sag ich mal, ist das natürlich nicht immer eine sichere Bank, wenn wir da mit unserem Lärm ankommen, aber ich würde sagen, dafür hat das alles gut funktioniert und ich denke schon, dass wir ein paar Leute auch für uns gewinnen konnten, da wir, denke ich mal, mit dem, was wir gemacht haben, schon ein bisschen aus der Masse der anderen Bands, obwohl es war ja ein sehr durchmischtes Paket, aber ich denke trotzdem, dass wir zumindest als extremste Band, in Anführungszeichen, da ein bisschen rausstechen konnten. So, und der Outsider-Status macht es dann vielleicht. Und so. Genau, ja, genau. Das ist also, damit polarisiert man eben, aber polarisieren ist immer besser als übersehen zu werden sozusagen. Ne? Und von daher denke ich, hat das schon für uns auch gut funktioniert. Ja, ihr wurdet ja früher immer quasi als Deathcore-Band bezeichnet. Mhm. Jetzt retrospektiv betrachtet, würdest du sagen, es war mehr Fluch oder mehr Segen für euch? Weil das war ja damals quasi Trend. Wenn so ja, naja, ich sag mal so, im Endeffekt haben wir mit der Musik ja nicht viel, besonders viel zu tun, meiner Ansicht nach. Ich meine, das Problem ist, dass halt viele dazu geneigt haben,
die Presse und auch natürlich die Leute einfach, die haben dazu geneigt, Sachen, wo dann Blastbeats und was weiß ich, sobald es extremer wurde, war alles gleich Deathcore. Aber ich meine, es gab Blastbeats, bevor es Deathcore gab, und es gab auch extreme Musik, bevor es das gab. Und von daher war das für uns halt immer so ein bisschen anstrengend, weil uns weder mit Deathcore-Bands jetzt irgendwas großartig verbindet und keiner von uns sich diese Musik anhört, abgesehen von vielleicht ein paar Ausnahmen. So, also Despised Icon zum Beispiel ist meiner Ansicht nach, und die waren ja schon mehr oder weniger Vorreiter dieser ganzen Sache, das ist so eine Band, auf die ich mich schon einigen kann. Ne, und da finde ich, war auch der Begriff eigentlich ganz gut angebracht, denn für mich war das so eine Mischung aus Hatebreed und Misery Index, zumindest so die älteren Sachen, das fand ich natürlich total geil. Da war das doch noch was Neues. Da war es auf jeden Fall auch noch was anderes, genau. Also, später war für mich Deathcore eigentlich nur noch runtergestimmter Metalcore mit Gebrunze und ja, damit kann ich mich natürlich jetzt schwer identifizieren oder wir als Band. Und von daher ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Am Ende kann man sich natürlich darüber dumm und dämlich diskutieren. Aber wenn das Leuten hilft, sage ich mal, Zugang dazu zu finden, wenn für Leute Blastbeats und verzerrte Gitarren und Geschreie, wenn das für die Deathcore ist, dann soll es so sein. Im Endeffekt, jetzt werden wieder andere Sachen gesagt, der Begriff verschwindet, jetzt gibt es einen neuen Begriff für extreme Musik und den wird man uns auch überbügeln, drauf geschissen, was soll man machen. Ihr seid trendresistent. So. Wir machen einfach das, was wir machen halt. Also ich meine, wir entwickeln uns natürlich auch, aber wir lassen uns davon jetzt nicht so mit der Entwicklung, wir lassen uns da nicht so mitreißen. Ich meine, wenn man sich jetzt die aktuellen, nennen wir es mal, den letzten Evolutionsschritt des Metalcore anguckt, die ganzen Bands sind so auf dem Mallorca-Niveau und tanzen halt Choreografien auf der Bühne und grunzen Kinderlieder und so eine Kacke. Das ist halt, ich meine, klar, den Scheiß kann man mitmachen, aber man kann es halt auch lassen. Und ich denke, dass es, also für uns ist es auf jeden Fall zufriedenstellender, einfach, die Integrität zu wahren und unser Ding weiter durchzuziehen. Und wenn das, wenn Leuten das wichtig ist, dann freut mich das natürlich. Und wenn die Leute lieber mit dem gehen, was der Zeitgeist eben ihnen so vorgibt, dann ist das eben auch so. Also ja, die Bands sind ja dann auch nicht vom Bestand. Selten, ja. Also ich meine, viele Bands sterben natürlich mit ihren Trends auch wieder aus. Das ist ja auch so, man sieht auch zurzeit, sage ich mal, wenige Bands, die jetzt so ein bisschen in unsere Richtung gehen und immer noch aktiv touren so richtig. Das ist auch wieder alles ausgedünnt irgendwie. Ne, also Ion Dissonance haben jetzt noch ein Album rausgebracht letztes Jahr, aber die Jungs sind zum Beispiel, die arbeiten halt und haben Familie und so. Das ist für die mehr ein Hobby, die gehen dann mal touren, wenn sie Lust drauf haben. Und auch da ist nicht mehr so viel Feedback gekommen, während das vor ein paar Jahren war da auf jeden Fall mehr Interesse da und man sieht halt, das ist nicht mehr der Zeitgeist und da sich jetzt diese Core-Sache sich immer mehr der Popkultur annähert, sage ich mal, im Umgang und auch in der Ausstrahlung, dementsprechend verändert sich natürlich auch der Umgang der Leute damit eben. Ne? Das wird eben schnelllebiger und die Leute brauchen immer was Neues, was Heißes so und nach spätestens 3 Jahren können die sich nicht mehr daran erinnern, was sie davor noch gehört haben. Ja, da wird die Musik irgendwie zum Hintergrund. Lärm quasi. Ja, klar, es ist so ein bisschen wie Leute morgens, wenn sie zur Arbeit fahren und das Radio anmachen, ne, da laufen halt 3, 4 Songs und dann sind sie auf Arbeit und teilweise kann ich mir halt vorstellen, dass das auch für einige der Leute heutzutage gilt, dass die dazu gar nicht mehr so einen emotionalen Bezug aufbauen. Also ich bin mit so einer Musik sozialisiert worden, als das eben eine Subkultur war sozusagen und als man ein bisschen Arbeit investieren musste, um überhaupt erstmal in diese Szene irgendwie integriert zu werden. Da ist man ein halbes Jahr auf Shows gegangen und wurde dumm angeguckt und erst nach einem halben Jahr, wenn man sich quasi bewiesen hatte, haben die Leute angefangen auch mit einem zu quatschen und so, ne, weil denen das wichtig war, ihre Subkultur, und das hat man natürlich früher scheiße gefunden, aber ich kann das heutzutage eben nachvollziehen, weil den Leuten ihre Subkultur wichtig war und die Angst hatten vor der Veränderung, die jetzt eben stattfindet, eben den Übergang in die Popkultur und dass das eben in die Beliebigkeit abrutscht. Und das Risiko ist natürlich immer, das ist allgegenwärtig, sage ich mal, und ich denke, man sieht das auch. Also ich meine, dafür spricht es mehr Leute an, aber die rutschen halt so durch, irgendwo so zwischen Bushido und Elektroparty ist dann mal 2, 3 Jahre Hardcore, Metalcore, was weiß ich, angesagt und dann ist das halt wieder vorbei. Also diese Identifikation, glaube ich, findet nicht mehr ganz so intensiv statt, wie das eben noch vor
10, 20 Jahren, was weiß ich, war. Aber das kann man eben auch schwer vergleichen. Im Endeffekt wird den Kids das natürlich ja auch so angeboten. Das können sie nicht, also woher soll man es eben auch anders kennenlernen? Das ist eben heutzutage eher die Never Say Die, die Kids zu so einer Musik bringt und eben nicht das Schrammelpunk-Konzert im Jugendclub im Keller. So, ne? Und das macht eben den Unterschied, denke ich. Aber es ist, wie es ist. Ja, jetzt zu eurer neuen Platte, die ist ja jetzt letztes Jahr erschienen, die MMX. Spätestens seit der habt ihr ja eure eigene ganz spezielle Kerbe irgendwie so gefunden. Wir haben es versucht jedenfalls, ja. Also das ist so der, ich würde sagen, es ist zumindest die Platte, wo wir musikalisch an einem Punkt angekommen sind, auf dem wir uns ein bisschen mehr niederlassen wollen. Ich meine, die Platten davor waren beide, also haben sich untereinander schon stark unterschieden oder haben sich zumindest unterschieden und auch die MMX unterscheidet sich von den beiden davor. Aber wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, sage ich mal, wo wir darauf aufbauen wollen und nicht wieder in eine andere Richtung entwickeln müssen oder nicht diesen Zwang fühlen, wieder was Neues auszuprobieren, sondern eher probieren wollen, das fortzusetzen, was wir jetzt mit der Platte gemacht haben. Seid ihr irgendwie anders an die Platte rangegangen? Also, ich sag mal so, es war uns auf jeden Fall bewusst, dass wir das extreme Level wieder ein bisschen anziehen wollten. Da hatten wir alle Bock drauf, ein bisschen mehr Metal in Anführungszeichen einzubringen. Und was uns auch wichtig war, eine bestimmte Art von Melodien sozusagen auch irgendwie da so zu etablieren. Diese Dissonanten. Ja, genau. Und das eben auch ein bisschen auszureizen, sage ich mal. Dass das immer so kalte, bei so fast black-metallische Melodie-Sachen sind, sage ich mal, damit so dass auch eine Stimmung kreiert wird. Weil böse Stimmung einfach. Richtig, genau. Und das war uns eigentlich wichtig. Also mein erster Ansatz war so, meine erste Idee, was würde ich gerne für eine Platte machen, war mein Gedanke so, ich hätte gerne eine Platte, die die Leute hören und danach geht es ihnen schlecht. Das war der erste so, dass es den Leuten wirklich erst an die Substanz geht sozusagen. Das ist natürlich nicht leicht zu erreichen und ich bin mir auch sicher, dass das nicht vielen unbedingt so gehen wird, aber ich sag mal, wirklich eine drückende Atmosphäre zu schaffen, eine unbequeme Atmosphäre zu schaffen, so, das war so ein bisschen so die Idee halt und das haben wir halt versucht irgendwie umzusetzen, eben über eben dissonante Melodien und so weiter das, und so fort. Das Geschrei einfach von Nico spielt auch mit, ne? Natürlich, ja.